Schnell wie die Stab und hallo Dio und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5 mit mir, dem Nefkara. Ich habe zuletzt Missionen gemacht und ich würde sagen, wir schmeißen uns auch direkt in die nächste Mission rein. Die erste Folge scheint ganz gut angekommen zu sein. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr sehen wollt, wie ihr sehen wollt. Nebenmissionen, Hauptmissionen. Rennern habe ich jetzt umgestellt. Nehmen natürlich unser Auto. Wir haben ja eine richtig schicke Schnickelskarre da. Wie gesagt, Rennern habe ich jetzt ein bisschen umgestellt. Ich bin so ein Homo. Ich wollte eigentlich das machen und nicht rumballern. Na egal, ich bin ein Ghetto-Gangster. Ich baller halt rum in meinem Viertel. Auf zu Simon. Und dann machen wir direkt wieder eine Mission. Wie gesagt, ich rendere jetzt ein bisschen anders. Ja, ja, schreit rum. Wir haben dafür keine Zeit. Wollen wir uns mal das Fragezeichen auf der Map reinziehen? Das hatten wir ja schon letzte Nacht. Also ich kann dem Spiel nur Gutes abgewinnen bis jetzt. Und wenn man sich die Wertungen anguckt, die die Spielepresse schon gegeben hat. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Süße. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. Alright then. Shit. Show him everything. So what am I making? Autos clone? Let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Tanisha, pzuh. Der voll einer an der Waffe. Alright, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. War das ein geiler Drift? So, schön geparkt. Und steig aus. So, mal schauen, was die für uns zu tun hat. Irgendwie erinnert mich das an Red Dead Redemption. Kennt ihr das noch? Diese Fragezeichen auf der Map. Das ist doch genau dasselbe. Wie hat die sich das vorgestellt, da hinzukommen? Aha, hier. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Ja, toll. Dann steigen wir mal ein. Aber ist das Teil nicht. So, haben wir damit jetzt... Nein! Oh, ich bin Homo. Ja, ich hänge jetzt die Cops ab. Ich bin dann gewöhnt mit L und R1 irgendwie. Ich weiß nicht, warum Reflex... Das ist irgendwie der Reflex. Damit will ich immer die Radiosender switchen. Anstatt mit dem Steuerkreuz. Wir entkommen den mal einfach hier drüber. Wir fahren einfach zu Paint Spray. Alter, der Teil lässt sich so unglaublich geil steuern. Oh yes, baby. Baby, baby. Du, 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 du. Wir fahren ein bisschen rum. Jetzt dürfte ich eigentlich meine zwei Sterne loswerden. Jetzt, jetzt, ja. Und kaum bin ich meine Sterne los, gehe ich wieder ein Radio. Aber die Radiosender sind echt geil. Ich muss mir noch... Yo, we on that like ugly on your mama. That 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar.
Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Ja, begib dich zum Herrn unseres Auto. Wir dürfen abschleppen, Jungs. Wir dürfen ab. Boah, da bin ich aber elegant durchgefahren. Ganz elegant und geschmeidig. Es gibt ja hier mehr Fahrzeuge wie in jedem anderen GTA und die sehen auch echt geil aus. Voll die Mega-Fokus-Scheiße. Oh, guck mal da, ein Bus. Mit der Karre hier driften lohnt sich quasi gar nicht. Weil das ist so voll die Schrottmühle sein. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Okay, benutze. Hey, baby. Ah, cool. Wir können den hoch und runter bewegen. Und runter. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, hochheben. This was not how I saw my day going. Hammer geil, Sachen abschleppen. Das könnte hier auch eine coole Nebenbeschäftigung sein, finde ich. Wenn ein Fahrzeug am Mangel, kann der Kran nur angehoben oder abgesenkt werden, während der Abschleppwagen steht. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Das sagt es. Ja, der Parkwagen, geh weg. Meins, meine Straße. Lol, was hat der denn für Probleme? Yes, bitch. Sache, okay, direkt we make the drop where they got the areas marked. Jetzt zieh dich. Real finicky when we don't leave it in the right place. Mach das Fahrzeug in der Ablieferzone los. Okay. Lustig, damit rückwärts zu fahren. Alright, Sugar, you can unhook it now. Ja, sofort. I'll see you on tada, perfekt. You holler at me. Krieg ich Geld? Achtung, auf dem Speicherplatz automatisch speichern und findet sich der Spielstand Rückführung gespeichert. Willst du die Daten auf dem Speicherplatz im aktuellen Spielstand überschreiben? Oh, bitte nicht. Silber. Hab ich denn verkackt? Hauptsache, wir haben einen neuen Auftraggeber, WTF. So. Fahrzeugkiste. Is that Pete? It's Tanya. You don't want the one Tanya? Ja, ja, Tanya, tschüss. His sales out of minutes, so he asked me to let you know that the job's all done. Ah, warte, nein, nicht das. Das. He's been giving him hell. Nah, I know he was into any of that. Cold 40 and a redwood. Yeah. Dodge Time! Ich weiß nicht, war das nicht auch... Konnte man im GTA auch nicht auf seinen Reifen... Also in GTA 4, glaube ich, konnte man seinen Reifen platzen lassen. Wenn man hier die ganze Zeit auf der Stelle... Also Burnout gemacht hat. Schön, und dann sind irgendwann schön brav die Reifen weggeplatzt. Woo! Ja, ich hab's voll drauf. Und rein hier. Ja, und jetzt voll chillig hier, packe ich hier. Ha, ha, Kamera. Bin ich nicht ein braver, anständiger Bürger? Nein, bin ich nicht. Das war schlecht geparkt. So ein Arsch. Ich will da rein. Geh weg. Out,
Blips. Wir haben Ausdauer erhöht. Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth. Jurastudium? Financing it, it seems like a shitty deal. Oh Gott, ist das geil. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit reinschreiben, ob ich mal irgendeine coole Nebenbeschäftigung machen soll. Begib dich zum Haus. Ja, will ich ja. Ich will hier nur mit meinem wunderschönen Auto, was überhaupt nicht hinten nach Dodge aussieht, wegfahren. Yeah, der hat doch voll das geile Handling, der Wagen. Dem lässt sich richtig geschmeidig driften. Richtig geschmeidig driften. Oh, Tempo. Und zack, schön die Kurve genommen. Kommt die nächste. Woo! Gerade so durchgeschlittert. Boost. Und hat er ein Firebird? Ich will mich demnächst auch mal nach einem anderen Auto umschauen. Das hier ist ja geil, aber so ein schnickes anderes. Und ein gehender Anruf. Hey, ja. Did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Was für ein Arschloch! Der hat uns voll verraten, der Spinner. Lommer, bester Freund und so. Im Ghetto ist niemand dein Freund. Alter, der bremst auch richtig übel. Warum glaube ich, dass das der ihre Karre ist? Das sieht doch aus wie ein Bugatti. Ey, Alter, das sieht auf jeden Fall aus wie ein Bugatti. Alter, und wie das ein Bugatti ist. Das ist 100% ihre Kiste. Alter, das kann ich hier nicht stehen lassen. Komm schon! Wuhu. Das ist die Kiste, mit der man rumfahren will. Niemand hat gesehen, wie ich den Bugatti geklaut habe. Niemand. La 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 la. Und dagegen ist unser altes Auto doch voll die Müllkiste. Also wir klauen uns einen Bugatti. Den müssten wir in der Garage parken. Das Teil ist der Hammer. Ach. Ich bin natürlich voll die Blitzbirne. Ich das nicht merke. Hübsche Häuser. Hier können wir parken. Eigentlich können wir doch tauschen. Wir können ihm einfach sagen, dass der unser Haus haben will. Alter, der fährt sich ja so unglaublich geil, der Wagen. Guck mal da, da gehen wir rein. Okay, wir schalten den Gärtner aus. Dum. Wenn du unbewaffnet schleiche dich von hinten an Gegner an, während du L2 gedrückt hältst und drücke dann einen Kreis, um ihn bewusstlos zu schlagen. Paff! Wenn du im Schleichmodus einsetzt und jemanden lautes ausschaltest, verbessert sich dein Schleichenwert, der schneller und leichtere Bewirkung ermöglicht.
Das ist so eine Art Hammer, wa? Abgeschlossen. Das war ja voll geil. Das ist die Kiste. Wir müssen irgendwie an das Auto da rankommen. Da ist ein Fenster. Das ist auch ein Fenster. Wir müssen wahrscheinlich durchs Haus gehen. Vermute ich mal. Da kommen wir rein. Scheiße, die Tür ist zu. Das macht richtig Spaß, das Spiel. Das macht einfach nur richtig Spaß, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Alter, wie komme ich da rein? Um Auto... Warte, drücke Viereck, um auf das Auto zum Dach zu klettern und am Fenster zu reichen. Gute Idee. It's just because you have a massive gaper, bitch! Fucking homo, you're dead! Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Ja, dann hat dich dein Jimmy eben Bitch genannt. Bitch! Vielleicht bist du das. Vielleicht bist du das auch. Huh. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas! I don't care if you're 12. I'll still rape you. Oh my god. Seriously? My brother is such a homo. Ah, Geräusch. Blaue Geräuschmarkierung auf dem Radar. Okay. Oh. Oh. Komme ich denn da jetzt am besten hin? You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Gehen wir doch hier durch. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Auf jeden Fall. Müssen da ganz langsam raus. Ey, Schleichen macht so übel viel Laune. Ooh, okay, Amanda. Now just follow through. Ja, ja. You've got great hips. You know that? Follow through. Müssen die Garage aufbekommen. Das Auto haben wir. Ich ganz langsam rausgefahren bin. La 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 la. La la la. Der Bugatti ist natürlich geklaut. Zurückgeklaut worden, wie auch immer. Hui! Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Alter, dieser Lama, wie der uns voll verarscht hat. Wichtig ist, dass die Karre keinen Schaden hat. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. I said right. The guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. What, you need some motivation? Drive. You're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking Take me where you were going. Without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. Ist das nicht Michael? Natürlich ist das Michael, der bei uns hinten drin sitzt. Aha, so haben wir den ersten von den dreien kennengelernt. Zum Glück nicht Trevor.
Den Typen will ich eigentlich so lange wie möglich vermeiden. Alter, hier sind so hübsche Autos. Ganz chillig hier durchgefahren, ganz chillig. Okay, hinten bei uns im Auto sitzt Michael. Das ist natürlich schon mal so eine kleine Überraschung. Wir hätten es eigentlich denken können. Naja, eigentlich nicht. Wobei doch. Nein, doch. Schwierig. Alter, so richtig schön übelst volle Straßen. Hauptsache, wie wir mit dem Kreistaster dann immer sehen können, wie der die Waffe an uns dran hält. Fährst mich zu deinem Boss? Ja, tu ich doch. Tu ich doch. Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That gerne, place? Mach ich. Yeah, that's the place, man. Whoa. Drive into. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Auf jeden Fall dahin! Do it. Durch welches? Auf jeden Fall, oh Gott. Oh Gott! Damn! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! I won't be LOL. Like this! Drücke Kreis, um zu schlagen! Aha! So, fahr zur Hölle. Ja. Ah. Ah, du Weichlappen. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Jetzt sind wir Michael. Jo, wir sind Michael. Da kommst du nicht ran. Hä? Okay. Es ist jetzt möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halte gedrückt, um Menü aufzurufen. Guck mal, wie das aussieht. Schwupp, schwupp, schwupp. 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 Was macht Franklin? Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled. And partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him. Yeah, if you say so. WTF, mit wem hat er gequasselt? Wie geil! Hobby-Server-Drive sind verfügbar. Ammunition, Kino, Darts, Rummelplatz, Golf und Tennis. Alter, richtig geil. Natürlich machen wir noch eine Mission. Weil eigentlich will ich eine neue Kiste haben. Es kommt erstmal Telefon. Stretch kommt raus, Alter. Ja, das wissen wir ja. Wir melden uns dann. Ja. Nein, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Warum Lamar anrufen? Wenn man schnell speichern kann. Hier. Achtung, gespeichert. Ausgespeichert waren sie sich Rückführung gespeichert. Willst du Daten überschreiben? Ja. Das können wir ja jederzeit speichern, ne? Krieg ich nochmal drauf. Ach, jetzt kann ich nochmal drauf kriegen. So. Was machen wir jetzt? Eine Mission, würde ich sagen. Wir sind noch ziemlich weit weg von zu Hause. Snapmatic, SMS.
Rufen wir mal Lamar an. Komm, geh ran. Na, go. Komm schon. This your boy LD, Long Dick, holla at me. Hier ist dein Kumpel LD, langer Dödel. Nü, 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 nü. Ja, das mit den Hin- und Her-Switchen finde ich richtig geil gemacht. Das ist einfach nur hammerfette Scheiße. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, aber wir können ja jetzt... Wir sind ja schon fast da. Simeon ist ja weg. Jetzt haben wir da das F und das M auf der Map. Gehen nach Hause. Haben wir jetzt überhaupt noch ein Auto in der Garage? Fragen über Fragen. Whoop.